Aufgeheizte Stimmung bei Volkswagen. Das Vertrauen ist weg, wir haben die Schnauze voll. Der Autokonzern steckt in der Krise und muss sparen. Kündigungen und Werksschließungen stehen zur Debatte, auch in Sachsen. Wer ist schuld? Allein VW oder auch die Politik? Und warum geht die Umstellung auf E-Autos nur so schleppend voran? VW in der Krise. Montag bei Fakt ist.